Ja, wir sind bei Türchen 19 vom Adventskalender. Wir nehmen ein Video auf. Wir haben Knopfaugen dabei. Der hat heute Geburtstag. Und wir spielen Türchen 19. Das da ist Tatooine. Schon wieder eine Star Wars Map. Ganz schön viele Star Wars Maps dieses Jahr. Von kenne ich nicht. Neue Namen. Okay. Auf schwer, okay. Silberzeit 11 Minuten. Meistens sind die schweren Maps relativ fair bemessen von der Schwierigkeit her. Man muss sich, glaube ich, nicht zurücksetzen. Man kann auch einfach... Okay. Durchjumpen. Hier ein Checkpoint gehabt, ja. Habe ich mir fast gedacht, dass das passiert jetzt, wo ich dran gedacht habe, dass ich keinen Checkpoint hatte. Huffi. Huffi Duffi. Das ist natürlich unschön. Hep, hep. Oh, Maximalabstände. Alles Maximalabstand, I see. Wenn ich alleine spielen würde, hätte ich mich jetzt schon komplett zurückgesetzt und hätte neu angefangen, einfach um... Die Zeit, die Minute nicht verloren zu haben. Das Video ist wie immer aus dem Stream. Und ich habe keine Ahnung, wie der Sprung gehen soll. Bin mir nicht sicher. Oh, ich habe mir den Kopf gestoßen. Das war ärgerlich. Den Start finde ich schon sehr gut gebaut. Weißt du, gestern die Map okay, gut. Und jetzt heute wieder so eine Map. Oh Gott. Ja, ich hoffe, dass ich die Namen von den Leuten nicht nochmal sehen muss. Dieses Jahr. Beim Map bauen. Wo muss man hier hin? Muss man hier überhaupt rüber? Ich weiß nicht mal, ob man hier rüber muss. Ah, doch, muss man. Okay. Und dann? Darüber. Okay, endlich. Okay mit E. Wir sind an einem Punkt, wo man nicht mehr runterfallen kann. Jetzt brauche ich nur noch einen Checkpoint, bitte. Weihnachtsmann, bist du hier? Nee. Wir suchen nebenbei natürlich noch den Weihnachtsmann. Das ist die Bar auf Tatooine. Okay, cool. Wir machen Party. Wenn jemand den Weihnachtsmann sieht, bitte Bescheid sagen. Ich hab noch keinen Checkpoint, ne? Ich sollte das Ding aus der Hand legen, dass ich nicht sterbe. Ich gucke mich nur um, ob ich irgendwo den Weihnachtsmann sehe. Nope. Okay. Ich habe nämlich keine Lust, eigentlich die Map zweimal zu spielen. Aber vielleicht sollte ich erst rushen, dass ich zumindest die Silberzeit kriege. Und dann, wenigstens Checkpoint gekriegt. Und dann gucken wir später nach dem Weihnachtsboy. Wenn wir durch sind. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich weiß immer nicht, wo ich hin muss. Ich habe die letzten Tage echt Probleme der Orientierung. Hä? Auf diesen Maps. Wie komme ich da rauf? Wie bist du da rauf? Achso, hier auf den Zaun raufspringen. Oh, I see. Upsi. Oh. I see. Okay. Der Part ging sogar von der Schwierigkeit. Ich habe nur nicht gecheckt, wo ich hin muss. Da hoch vielleicht? Ich glaube ja. Yep. Mr. Wibble ist direkt in Spectate-Modus gegangen. Nice. Hast du aufgegeben? Ja. Verständlich. Auch keine schöne Map. Leider. Mal wieder. Schon wieder eine Star Wars Map. Das irritiert mich, wie viele Star Wars Maps es hier gibt. Wo muss ich hin? Da hoch. Okay. Wieso habe ich immer so Orientierungsprobleme auf den Maps? Okay.
Okay. Und da habe ich nicht gesehen, dass ein Block vor mir war. Oh. Ja, ich muss die Map nochmal spielen, ne? Ich spüre das, dass ich nicht Silberzeit schaffen werde beim First Try. Und das nimmt mir gerade jede Motivation. Da hätte ich hingemusst. Flip, ich hab's nicht gesehen. Nimm mein Jetpack und fliege darüber zum Hangar. Danke, Boba Fett. Um eine Lytra-Part. Wenigstens eine Lytra-Part. Vierersprünge, natürlich nur Vierersprünge, warum auch was anderes? Okay. Was hast du so lange gebraucht? Auf zur Landezone, ja? Sofort. Oh, der Weihnachtsmann ist nicht der Pilot. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Weihnachtsmann hier der Pilot wäre. Oh, ne. Kö mit Ö. Ich sollte mich nicht so lange umgucken. Oh, der hat einen Baby-Yoda entführt. Der arme Baby-Yoda. Baby-Yoda, aber. Ach, du ahnst es nicht. Warum denn so ein Sprung? Okay. Maximalabstand einfach wieder. Vor allem ohne Shaggy. Verdammt. Kann ich mich irgendwie wieder hochschummeln? Das sieht nicht so aus, ne? Nee, oh Mann. Wie kann man Checkpoint ohne Anlauf zu einem Vierer Maximalabstandssprung machen? Hallo Gurkenwasser, du spielst doch sonst erst ab 18 Uhr Minecraft. Ja, ich hatte aber keine Lust mehr auf The Cycle. Wir hatten eine gute Runde als Abschluss und deswegen bin ich rübergegangen zu Minecraft. Alter, ich habe keinen Bock mehr auf die Map. Oh Gott, ist die Map doof. Alles auf Maximum Abstand. Pikitos ist noch bei Checkpoint 1. Nice, GG. Uff, die wird nicht besser, ja, das habe ich mir gedacht, dass die nicht besser wird. Die wird gefühlt auch immer schlechter pro Sekunde, die sie spielen muss. Muss ich von oben springen? Auch von da aus könnte ich springen. Oh, und dann laufe ich rückwärts runter, weil Baum. Okay, The Dude wird mir gar nicht im Duell angezeigt mehr. Hat er sich zurückgesetzt komplett? I don't know. Bei mir geht es nicht weiter. Ich weiß nicht mal, wo du bist, Dude. Du bist mir im Duell nicht mehr angezeigt. Okay, eine Enderpearl haben wir. Sollen wir uns da wahrscheinlich dahin werfen, ne? Wir haben keine getrackten Checkpoints gehabt. Ich hätte versuchen können abzukürzen mit der Enderperle, Flip. Ich hätte gucken können, ob ich irgendwo schummeln kann. Hätte ich machen sollen. Okay, wo kommst du denn her? Kannst du meinen Meister suchen? Er ist in Richtung Westen gelaufen, kannst den Speeder nehmen. Wer ist denn dein Meister? Bin ich dein Meister? Warum soll ich mich suchen? Ich vergesse mich gleich. Oh wow, wow. Natürlich ist da eine Höhenrücksetzung auf dem halben Block nach unten. Was? Spiel, please. Geht her. Doch, ich muss hier hin. Ach, dann muss ich, darf ich da nicht halb runter. Okay. Die Map ist schlechter als Japan wieder. Dieses Jahr ist Japan keine schlechte Map gewesen. Wieso sind die normalen Maps schlechter als Japan? Das macht mir Angst. Für die Zukunft. Du suchst den Jedi-Meister, der ist schon lange weg, okay? Checkpoint 20 ist das Ziel. Das schaffe ich niemals in 3 Minuten mehr. Jesus Christ. Ich weiß nicht mehr, ich weiß die Hälfte der Map nicht, wo ich hin muss. Einfach. Komm mit, ich bring dich zu ihm, okay? Schaffe ich niemals in 3 Minuten. Also ich muss die Map nochmal spielen und das ist schon... Und vor allem muss ich mich richtig steigern in der Geschwindigkeit. Jeez, Luis. Was für eine tolle Map. Ich glaube, ich habe falsch gesprungen, aber besser als diesen komischen Leitersprung zu machen. Da hätte ich oben drauf gemusst, naja. Ich glaube, das ist nicht der originale Weg, aber macht nichts. Genau, da hätte ich oben drauf gemusst. Kann ich direkt darüber? Okay. Hallo Wibbel. Hast du den Weihnachtsmann gefunden zufällig?
Pinky Toast, locker bleiben. Oh, verdammte Axt. Oh, verdammte Axt. Ich verstehe die Hälfte der Map einfach nicht, ne? Das ist so frustrierend. Ja, ist schon wieder gefailt, den Sprung. Hat jemand zufällig den Weihnachtsmann schon gesehen? Silberzeit kann ich aufgeben. Ich springe die Map einfach zu Ende, denke ich, damit ich wenigstens einmal den Weg kenne. Du hast den Weihnachtsmann gesehen? Wo ist denn der Weihnachtsmann? Relativ am Anfang. Oh, warum habe ich mich zurückgesetzt? Ich weiß nicht. Ich möchte einmal die Map zu Ende springen, dass ich die einmal kenne und dann versuche ich die Silber zu waschen, was ich nicht schaffen werde. Ich schaffe diesen Sprung einfach nicht. Was für eine absolute Schade-Map, dass ich sowas spielen möchte. Da ist dein Jedi-Meister. Kannst du Anakin helfen, das Rennen zu gewinnen? Nö. Der ist böse. Der kann ruhig sterben. Oh, jetzt habe ich jedem das Star Wars Ding gespoilert. Upsi. Überlebenschancen zählen, blablabla. Nö. Warte, da gleich rechts. Wo denn? Oh, da. Ja, I see. Ja, ich muss mich zurücksetzen, sonst wäre ich nicht zurückgekommen. Ja, ich hab's gesehen. Ich muss nur eben den Part hier nochmal springen. Dankeschön, Nab. Ich bin Knopfaugen gefolgt, der hat das noch nicht gesehen. Aber der hat heute Geburtstag, deswegen verzeih ich ihm. Hallo, Mr. Weihnachtsmann, warum versteckt man den hier? Okay, so weit hinten im Jump'n'Run. Nee, das ist überhaupt gar nicht mein Jump'n'Run heute. Das ist bis jetzt, glaube ich, sogar... Ist es das Schlechteste dieses Jahr? Das mit dem Baumtypen war auch schlimm. Ich glaube, bis jetzt ist das hier das schlechteste Jump'n'Run dieses Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Lumo Gaming. Okay. Miau. Oh. Achso, man darf. Was habe ich getan? Achso, ich habe einen halben Block nach unten getreten. Natürlich habe ich das. Das ist ein cooler Part. Das hätte er ruhig die ganze Map über machen können und sonst nichts. Da habe ich nicht gecheckt, wo ich runtergefallen bin. Aber das hätte er ruhig eine ganze Map machen können, so ein Part. Und nicht den Quatsch, den er gemacht hat. Oder die. Das sind ein paar mehr Leute gewesen. Ach, ich habe den Sprung nicht geschafft. Oh. Das Problem ist halt, dass man an diesem Punkt schon so frustriert ist mit der Map, dass es einem keinen Spaß macht. Ah, Checkpoint. Das ist sogar ein cooler Part. Also, bin ich ganz ehrlich. Das war ein cooler Part, aber leider auf einer schlechten Map. Cooler Part auf einer nicht so schönen Map. Aber ich war gestern Abend nochmal auf deinem Server, Lumo. Für die YouTube-Video-Zuschauer. Mein Mod hat einen Server. Und da komme ich gerade nicht mehr drauf. Und ja, schade. Schokolade. Aber gestern Abend war ich noch auf deinem Server, nachdem ich den Stream beendet habe, um zu testen. Ich habe meinen Rechner neu gestartet und da war ich nochmal auf deinem Server. Deswegen wusste ich, dass es geht. Oh, das ist Ziel. Okay, wir müssen uns nur in Anführungszeichen um 3 Minuten verbessern. Wir bewerten eben kurz und dann mache ich einen Speedrun. Woo! Speedrun. Bewerten wir mal eben. Die Optik, es war sehr viel Wüste, es war alles so Star Wars nachgebaut. Hätte ihn gut gekriegt. Kriegt ihn okay, weil nicht weihnachtlich, nicht winterlich. Winterliche Wüste ist auch schwer, aber weihnachtlich geht doch irgendwie. Die Sprünge waren sehr, sehr viele, sehr schlimme Sprünge dabei. Ich habe sehr viele Orientierungsprobleme gehabt. Kriegt gerade noch ein okay. Die Kreativität, der Speedrun-Part war cool. Es gab einmal kurz Elytra für 2 Sekunden und es gab Slimes.
Er kriegt ein Gut von mir in der Kreativität. Die Map selber war nicht schön, leider. Die Map hat keinen Spaß gemacht. Ich starte einmal für mich neu. Ich hoffe, ich porte niemanden mit. Und wir sind durch. Jesus, ich ziehe noch einen Punkt bei den Sprüngen, aber ich habe keinen Bock mehr auf die Map. Hier kriegt alles einen Minuspunkt. Ich habe keine Lust mehr. Das ist richtige Rotz-Map. Ich habe wirklich keinen Nerv mehr. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen 20. Hoffentlich endlich eine gute Map. Was für eine absolut schreckliche Map.